Ja, heute geht es mal wieder um meinen Mos Eiley Tatooine Mock. Allerdings nehmen wir von diesem ein wenig Abschied. Aber auch nur ein wenig. Und warum? Dazu kommen wir gleich. Also bleibt dran. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen beschaulichen Steinstudio, dort, wo die großen Dinger entstehen und überhaupt kein Platz mehr ist. Und genau deswegen kommen wir heute zu diesem, ja, eigentlich traurigen Video, aber irgendwie auch wiederum nicht. Denn den Mock Tatooine, viele von euch haben ihn schon verfolgt. Es ist jetzt eine lange, lange, lange Zeit ruhig gewesen und jetzt soll es eigentlich weitergehen, aber leider nicht mehr mit Mos Eisley. Denn ich hatte damals schon immer erwähnt, ich habe noch nicht den Platz dafür, wo der Mock eigentlich zu stehen kommt, beziehungsweise den Unterbau. Den habe ich jetzt, das ist alles soweit fertig. Es steht hier auch schon, ja, seit meinem Umbau hier, was ihr ja seht mit den neuen Möbeln, steht das dementsprechend hier schon. Und das hat jetzt eine ganze Zeit lang auf mich gewirkt. Ich habe im Hintergrund, ohne euch das zu zeigen, viel daran nicht rumgebaut, sondern viel überlegt halt einfach und ja, das Ganze halt auf mich wirken lassen und es funktioniert nicht. Der Mock wird nicht so groß, wie ich ihn ursprünglich zum Start des Ganzen geplant habe, weil das halt definitiv hier nicht passt. Dann habe ich Probleme mit der Studiotechnik und kann die nicht mehr vernünftig stellen, was jetzt nämlich schon grenzwertig ist. Und von daher muss ich das Ganze abspecken. Und um das abzuspecken, da ist dieser Mock, diese Mos Eisley-Variante einfach nicht mehr die richtige. Ihr wisst, dass ich diesen großen Sandcrawler da drin einbinden möchte, weil das ist er einfach wert. Er ist cool, er ist aber auch dementsprechend groß. Und wenn ich euch gleich hier umbaue, weil der Mock steht ja da, werdet ihr wahrscheinlich sehen und ich werde euch auch erklären, wo ich die Schwierigkeiten sehe, warum wir das Ganze machen. Das heißt, ab heute wird der Mock Mos Eisley wieder zerlegt in seine einzelnen Bestandteile und ich baue komplett einen neuen Mock auf. Aber wir bleiben auf dem Planeten Tatooine, denn der Sandcrawler ist nun mal auf Tatooine. Aber wir machen eine andere Variante, wo ich hoffe, dass das funktioniert. Und ja, somit seht's mir nach, seid nicht so traurig. Ich baue jedenfalls wieder weiter an meinem Mock, aber anders. Und deswegen baue ich euch jetzt um, trinke gerade noch einen Schluck Kaffee. Ja, baue das Ganze jetzt um. Das ist so ein bisschen, naja, platzbedingt jetzt gerade schwierig. Und dann seid ihr auch da, wo ich gleich wieder bin und erzähle euch so ein bisschen, was ich vorhabe. Also ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt bitte dran, denkt an ein Abo, an einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß! Ja, nun sitzen wir hier an meinem, ja, noch Tatooine Mock und ich zeige euch jetzt meine neuen Planungen und um den, ja, momentanen Stand und warum ich diesen Schritt jetzt gehe. Wie ihr seht, habe ich hier aktuell vier 48x64er Noppenplatten liegen. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich mal mit 8 diesen Platten hier vorherzubauen. Das allerdings nicht funktioniert, da ich meine Studiotechnik nicht anders aufbauen kann, wie sie jetzt ist. Sonst funktioniert der Rest hier halt im Studio nicht mehr vernünftig. Und ja, irgendeinen Kompromiss muss man nun mal eingehen. Und deswegen, ja, lagen jetzt auch die letzten Wochen, Monate die Planung auf Eis. Und jetzt habe ich halt den Entschluss gefasst, Tatooine, beziehungsweise ja nicht Tatooine, sondern Tatooine wird es ja nach wie vor bleiben, aber Mos Eisley, den, ja, Raumhafen, die Stadt mit Cantina, ja, zu demontieren, zu zerlegen und einen neuen Tatooine-Mock zu bauen. Der Grund ist eigentlich,
Er hier, der dicke Kamerad, soll ja, in meinem Mock zu stehen kommen. Einmal, ja, weil ich ihn natürlich nicht auseinanderbauen will und ich keinen anderen Platz für ihn habe. Und natürlich auch, weil er natürlich, ja, ein richtig cooles Set ist und mir richtig, richtig gut gefallen hat. Das ist schließlich auch der Start meines Kanals gewesen und der braucht halt einen vernünftigen Platz. Aber so, wie es jetzt ist und wie es geplant war, funktioniert es nun mal nicht. Also, ihr seht, ich habe hier vorne die Stadt und hier steht der Sandcrawler und der sollte eigentlich nicht direkt in der Stadt stehen, was er jetzt aber tun würde. Und dieses Verhältnis zwischen diesem riesigen Sandcrawler und der Stadt, das sieht optisch nicht wirklich gut aus. Und ich hatte überlegt, ihn erst um 90 Grad zu drehen, dass er hier hinten steht. Aber selbst das ist nicht das, was ich will und was es letzten Endes werden soll. Und da lohnt sich im Endeffekt nicht die Mühe, da reinzustecken, wenn es dann im Nachhinein nicht einfach das ist, was ich gerne möchte. Und somit habe ich mich nun letzten Endes für diesen Schritt entschieden. Aber nichtsdestotrotz will ich ja weiterhin ein Studio-Mock bauen. Wir fangen jetzt halt nochmal von vorne an. Für mich bedeutet das Ganze jetzt erstmal, diesen ganzen Bereich erstmal wieder zu demontieren, zu zerlegen, passend wegzusortieren und das Ganze neu aufzubauen. Und was hier hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, was ich mir im Internet rausgesucht habe, was für mich als Grundlage dienen soll für den Mock, der hier hin soll. Ja, wie ihr seht, handelt es sich um den Bau von dem Heim, der Wohnung, des Wohnortes von Luke Skywalker, der Feuchtfarm von Onkel Owen. Und das ist also praktisch das, was ich hier hinbauen will, weil dort auch die Szene mit dem Sandcrawler entstanden ist im Film, wo Luke und Owen die beiden Droiden kaufen, R2-D2, C-3PO. Und das möchte ich halt hier bauen. Aber wie ihr seht, ist das nun mal auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich muss hier ganz hoch bauen. Das heißt, ich muss auch diesen dicken Kravenzmann nach oben setzen. Das wird eine ziemliche Herausforderung. Ich habe mir aber viele Gedanken darüber gemacht, wie ich es machen könnte. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Dafür habe ich hier einen dieser Becher schon mal stehen. Das sind 2x4er Bricks. Die werden mir als Grundbasis für den Aufbau unter diesem Sandcrawler dienen. Denn das Ding wiegt ca. 12, 13 Kilo. Die müssen natürlich jetzt auf ungefähr 20, 25 cm Höhe zu stehen kommen. Die genaue Höhe muss ich noch so ein bisschen ermitteln. Und da muss ich das ganze Ding natürlich drauf machen, damit ich eben von hier oben diese Bauten nach unten kriege, wie ihr es eben in dem Bildausschnitt gesehen habt. Ich baue nicht komplett diesen ganzen Bildausschnitt, wie er da zu sehen war, sondern einen Schnitt davon. Und nur einmal für euch zur Orientierung, also hier in diesem Bereich wird diese erste große Ausbuchtung stattfinden, praktisch die Zentrale, sage ich mal, des Ganzen, wo in der Mitte diese Kondensatoren, sage ich mal, stehen, die Kondensantennen, die Mechanik, die halt das Wasser aus der Luft ausfiltern und wo die Wohnbereiche angrenzen. Hier oben kommt dann dieser Eingang, diese kleine Eingangskuppel, sage ich mal, dazu hin, um in diesen unteren Bereich zu kommen. Und hier hinten kommt dann noch so ein kleines Teil hin. Der rutscht noch ein Stück nach hinten, damit ich die Fläche hier vorkriege, um dann eben das mit den Droiden darzustellen. Und dann kann ich von hier praktisch reingucken. Das wird hier nicht zugemacht, sondern das bleibt offen. Das heißt, ich baue praktisch nur so Halbkreise, sage ich jetzt mal, um dort reinzugucken. Dann habe ich einen schönen Querschnitt von diesem ganzen, von dieser Heimat, von der Wohnung sozusagen von Luke. Ich habe von diesen Steinen momentan 1000 Stück. Die werden vermutlich nicht reichen. Die werden also für diesen ganzen Bild hier als Grundbasis gebraucht.
und so weiter, ja, und so fort. Hier hinten fehlen mir jetzt noch die Platten, die habe ich im Moment, kriege ich die nicht, ich kriege die schon seit geraumer Zeit nicht, sie sind jedes Mal ausverkauft, vergriffen, macht aber nichts, ich habe jetzt 6 32x32 Platten bestellt, die dann hier den Rest, also was hier hinten jetzt noch schwarzer Schrank ist, zumachen als Grundbau und habe mir tannfarbene 16x16 Platten bestellt, um dann hier oben aufzubauen. Ich fange also damit an, dass wenn ich diesen Grund hier habe, hier hinten erstmal hochzubauen, um ja das Kratu da oben drauf zu stellen, damit ich den Rest dann dementsprechend bauen kann. Ich werde mir dann den Grund abstecken mit Steinen, wie groß was ungefähr wird. Ich versuche das Ganze im Minifix-Geld zu bauen. Und ja, es wird extrem viel Material drauf gehen. Da können wir alle von ausgehen, durch die ganzen Wände, die hier entstehen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Drückt mir mal die Daumen, dass auch dieses, oder was heißt das auch dieses, sondern dass dieses Mal dieses Projekt dann auch wirklich was werden sollte. Es tut mir immer noch im Herzen weh, das Ganze hier abzureißen. Ich habe viele Baustunden hier reingesteckt und viele Ideen gehabt, aber letzten Endes, es ist, wie es ist. Und auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig drum, aber auf der anderen Seite freue ich mich auf die neue Idee und ja, auf das, was hoffentlich daraus entsteht. Ja, jetzt geht es natürlich erstmal für mich daran, das Ganze hier abzubauen. Wie gesagt, alles zu zerlegen. Ich warte jetzt auf die Teile, die kommen, dass ich halt hiermit anfangen kann. Werde mir so ein paar Gedanken machen, wie ich hier drunter unterfütter. Werde da so ein paar Testbauten mal machen und ja, werde das Ganze dann starten. Also sprich, für euch ist das jetzt nur ein informatives Video, warum, wieso, weshalb. Und der eigentliche Bau entsteht dann mit dem nächsten Teil. Wir nehmen das jetzt hier einfach mal als Planungsideengrundlage, dieses Video. Und hoffe, dass ihr euch drauf freut. Seid nicht traurig für diejenigen, die... Ich weiß, dass viele mich immer angeschrieben haben, was geht's mit deinem Tatooine-Mock weiter? Viele haben sich wahrscheinlich darauf gefreut, auf die Ideen, die ich hier hatte, das umzusetzen. Aber seht's mir bitte nach. Ich hoffe, wir haben mit der neuen Idee genauso viel Spaß und kommen da dieses Mal weiter als mit Tatooine, mit Mos Eisley. Ja, also nehmen wir dieses Video als Grundbasis, als Start. Gewöhnt euch schon mal an die Perspektive. Ich werde also hier bauen, wo das Ganze so ist. Das heißt, der Studio-Mock wird immer aus dieser Kameraperspektive, so circa jedenfalls, passieren. Und ich zeige euch dann immer, was ich gebaut habe. Die Aufnahme dieser Videoserie ist aufwendiger wie das Bauen von Sets. Denn ich muss immer viel umbauen hier im Studio, um das so zu machen. Normalerweise ist hier, wo ich jetzt sitze, noch ein Stück vor meinem Tisch, vor meinem Bautisch. Das muss ich also immer alles verkleinern. Es ist viel Arbeit, die in diesen Videos dann drin steckt. Aber das ist nicht so schlimm. Es macht mir Spaß. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf diese Reise. Vor allem jetzt, wo die erste Reise leider Gottes zum Scheitern verurteilt war oder jetzt ist. Und von daher, ja. Fangen wir von vorn an. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Freut euch auf das neue Projekt für diesen massigen Klotz, der hier jetzt zu entstehen wird. Ich hoffe, ich kriege es mit meinen Fähigkeiten gebaut. Das heißt für mich viel recherchieren, viel gucken, viel machen, viel ausprobieren. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Weil jetzt heißt es für mich natürlich Gelände bauen, keine Häuser bauen. Und in dieses Gelände Wohnbereiche reinzubauen. Das ist eine richtige Herausforderung für mich. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin und freue mich drauf, dass ihr mit dabei seid. Und ja, würde sagen, für dieses Video haben wir es jetzt erstmal. Und freue mich, wenn ihr wieder nächstes Mal mit dabei seid. Ja, wenn es wieder heißt, auch hier ist alles nur geklemmt beim Studio Mock. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.